weiter. Ich glaube, wir sind sie los. Oh nein, nein! Jene, die das Blut der Dämonen in sich tragen, müssen sterben. Dämonenblut? Diese Leute waren unschuldig. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Nur Geduld. Bin ich hier zum Beten hergekommen. Ich benötige mehr Zorn. Verteidigt die Kathedrale! Schlag diese elenden Kreaturen zurück!
Diese Feinde sind unglaublich. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ah, da seid ihr. Tyrael, warum greifen Maltaels Armeen diese Stadt an? Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernte nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Aber wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Maltael sieht bloß Dämonen in uns. Die Kathedrale! Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Bei Akarat! Es ist noch schlimmer, als ich befürchtet habe! Was ist das? Eine Todesmaid! Haltet sie auf! Ich benötige mehr Zorn. Setzen wir diesem Wahnsinn ein Ende. Wo ist Maltael? Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Aber was hat er mit dem Stein vor? Gibt es irgendeinen Weg, das herauszufinden? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Dann untersuch den Splitter, während ich die Stadt vor den Seelenerntern rette. General Thorion, was hat die Todesmaid in der Kathedrale getan? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Dann werde ich diese Seelentiegel zerstören und Maltaels Versorgung mit Truppen unterbinden.